ein Wirtschaftshof des Klosters Fürstenfeld nach der Säkularisation dann im Privatbesitz bis Anfang des 20. Jahrhunderts, dann verkauft an den Grafen von Thüringen-Jettenbach, der hier eine Villensiedlung anlegen wollte, südlich der Bahnlinie. Aus diesem großen Projekt des Grafen wurde nichts. Der Erste Weltkrieg kam dazwischen. Diese Villensiedlung in der Art, wie Sie es vielleicht aus Pasing kennen, diese August-Exter-Siedlung und die Villensiedlungen oder Kolonien in Pasing, in der gleichen Planweise unter Berücksichtigung der Landschaft, des Baumbestandes, hätte man hier in Gerlinden machen wollen. Der Erste Weltkrieg machte es zunichte. 1919 hatte keiner mehr Interesse an einer Hüllenbebauung und der Graf hat das ganze Gelände dann abgestoßen an die Landessiedlung und die hat dann entlang der Graf-Thering-Straße die erste planmäßige Besiedlung durchgeführt und von dieser Entwicklung her wuchs dann Gerlinden zur heutigen Größe an. Einige kleine Häuser gab es dann vorher schon vor dieser planmäßigen Bebauung. Eines der bekanntesten war das damalige Waldschlössl am Bürgerzentrum, das fürs Bürgerzentrum dann abgebrochen wurde mit seinem markanten Turm. Das war eines dieser frühen Bauten um 1900, die Gerlinden ausmachen.